Tut so, als ob ihr euren Stiefel richtet oder die örtliche Baukunst bewundert. So schwer das auch sein mag, schaut auf keinen Fall auf Raas. Gut, gut. Und nun erzählt Raas, was ihr im Herrenhaus der Sippenfürstin in Erfahrung gebracht habt. Weiß ich das? Raas glaubt, dass Avinisse ebenso naiv ist, wie sie die Finger in dieser Sache hat. Aber sie ist keine Mörderin. Doch dieser neue Aldarich hat so viel Blut an den Händen, dass er auch rote Handschuhe tragen könnte. Jawohl. Soweit dieser herausfinden konnte, gab es ihn gar nicht, bevor er nach Schimmerheim kam. Der Korallenwald? Ein seltsamer Treffpunkt. Das sagen alle. Raas glaubt, dass wir losziehen und nachsehen sollten, was der Aldarich vorhat. Aber erst bekommt dieser diese Kleidung zurück. Vielleicht ist sie noch mal nützlich. Ah, ihr habt eine hübsche Bewunderin, mein Freund. Die Psijigweise, ja? Hier kommt sie auch schon. Schön, euch zu sehen. Beim Observieren ihres Herrenhauses sah ich die Sippenfürstin hinten rausschleichen und die Stadt verlassen. Die Sippenfürstin trifft sich mit dem Aldarchen im Korallenwald. Raas riecht da was. Und es sind keine Mondzuckerkekse. Euer Ruf eilt euch voraus, Auge der Königin. Ich bin Valsirin vom Psijig-Orden. Und ich meine auch, dass der Aldarch mehr als ein einfacher Mönch ist. Wir sollten zusammenarbeiten, ja? Aber wir reisen lieber getrennt, um weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Richtig. Raas wird euch beide am Korallenwald finden. Ja. So. Können wir das machen? Ach klar, können wir das, ha? Ja, sogar ohne Schaden. Aus der Stadt rausfinden, das ist noch nie mein Ding gewesen. Oh, das ist super. Was ist das denn? Ah, der einfarbige Pinsel. Was war das jetzt? Aha. Was war das? Wow, ist das hier schön? Ne, ehrlich, das ist wirklich schön hier. Aber wir schnappen uns mal unser Reittier. Korallenwald. So viel zum Reittier. Sind das böse? Ne, das sind kleine, ne? Die tun nichts. Die tun nichts. Muscheln. Ach komm. Machen wir noch einen kurzen Abstecher. Das sind nämlich drei. Oh, und ein Stinkmorchel. Wir lassen Stinkmorchel nicht stehen. Danke, Arschloch. Das hat... Nein! Total fair, ist super. Darfst du machen. Das Auge heißt Sehenswürdigkeit, gell? Oh, da sieht man es ja schon. Da oben ist es. Kommen wir da wohl weiter raus hin? Sieht gut aus. Unbewacht. Ja! Ist die nächste auch hier drin? Oder da unten? Na, die ist da unten. Oder?
Nein. Nein. Schauen wir mal auf der Karte, was sie sagt. Das hier. Ah, das ist, ja, da kommen wir jetzt gar nicht hin. Verliese machen wir keine, aber hier können wir nicht reiten. Das heißt, wir machen einfach mal weiter. Juhu! Ja! Was will einer was? Ja, komm her. Kurbelchen. Das ist nicht schwer, was du da mir... ne? Ja. Korallenwald. Nebenquest. Schnell noch mitnehmen. Das hat man davon, wenn man... Bitte, ihr müsst helfen. Ich glaube, mein Vetter Brengas wurde von Werwölfen gefangen genommen. Was für eine Story, ja? Brengas wurde in eine Liebesaffäre verstrickt, wisst ihr? Ja, klar. Kenn ich. Er beschloss, mit irgend so einer adligen Hochelfin namens Niralin durchzubrennen. Ich sollte sie im Hain des Archonten treffen und ihnen helfen, von der Insel herunterzukommen. Aber als ich dort ankam, sah ich nichts als Werwölfe. Ja, da bin ich mir sicher. Ich konnte sie nirgends finden. Ich bin aber einem Hochelfen namens Estadel begegnet. Er wollte mir nicht viel erzählen, aber er hat um den Hain herum geschnüffelt. Er weiß vielleicht mehr über die genaue Lage als ich. Mhm, gut. So, aber... Wir gehen trotzdem zurück... dahin. Regulus der Zwölfte ist eine peinliche Schande und eine Abscheulichkeit. Der Korallenwald. So ähnlich wie der Nebelsee. Harmlos? Ja. Hallo. Das hier ist eine der einzigartigeren Gegenden von Sommers End. Der Korallenwald. Als Kind kam ich sehr gern hierher. Vor hunderten Jahren. Wir müssen herausfinden, warum der Aldarch Sippenfürstin Avinisse gebeten hat, ihn hier draußen zu treffen. Aufgrund dessen, was wir in der Gruft des Klosters gesehen haben, zögere ich mit dem Einsatz von Magie, um sie aufzuspüren. Ich schätze, wir müssen auf weltlichere Mittel zurückgreifen. Zu schade, dass der Spion der Königin nicht hier ist. Gleich auf. Soweit mir bekannt ist, ist er gut in solchen Sachen. Mhm. Oh, was für eine Nachricht habe ich denn da? Mhm. Aha. Ich verstehe das nicht so richtig. Aber es ist egal. Die sind alle friedlich. Oder? Jo. Mord? Das war nicht Teil des Plans, Aldarch. Ihr wisst doch nichts vom Plan. Lasst mich euch einen Vorgeschmack darauf geben, was der Fürst der Geschäfte mit dieser armseligen Fälsch vor. Eures Fürsten, ich verabscheue die Gläser. Hilfe! Wo ist er denn? Hallo? So, die haben wir schon jetzt getötet. Müssen wir jetzt auch nochmal, oder? Ich steig mal ab. Hm. Na, wo ist er denn? Viagra, vernichtet diese.
sich das so sehr lohnt. Na, hallo, Sirenchen. Es ist ganz schön was los. Basunda hat die Sippenfürstin festgenommen. Sie sind am westlichen Rand des Korallenwalds. Was ist mit Aldarch Tilkala? Ist er entkommen? Man kann davon ausgehen, dass Tilkala nicht wirklich ein Aldarch war. Zumindest nicht mehr, seit er sich dem dädrischen Fürsten der Geschäfte Clavicus Vile verschrieben hatte. Die seltsame Magie und die Kreaturen bereiten mir jedoch Sorgen. Hoffentlich kann uns die Perle, die ich nach Atheum geschickt habe, mehr verraten. Ihr werdet überrascht, was ein Gegenstand alles offenbaren kann, ja, wenn man weiß, wie man seine Geheimnisse entschlüsselt. Ich muss zurückkehren und Ritenmeister Iachesis erzählen, was geschehen ist. Wenn ihr bereit seid, würde ich euch gerne nach Atheum mitnehmen, um meine Geschichte zu bezeugen. Klar. Der Ritenmeister führt den Psychic-Orden vom Turm Zepura auf der Insel Atheum aus. Dieser Zauber stimmt euch auf ein Portal bei Schimmerheim ein, in den Ruinen der Burg der Elf Kräfte. Es wird immer nach Atheum führen, ganz gleich, wo sich die Insel gerade befindet. Genau. Noch eine Anpassung und... So, jetzt seid ihr eingestimmt. Danke. Kommt zu mir nach Atheum, sobald ihr mit dem Auge der Königin fertig seid. Die sind also nicht so. Na, jetzt ist aber gut. Na, geht doch. Ein Salamander. Oh, da ist aber ein Dings. Den müssen wir noch mitnehmen. Ah, 5 Gral. Königin Eirin wird enttäuscht darüber sein, wie die Sippenfürstin von Schimmerheim zuließ, dass ein falscher Aldarch so viele Neuankömmlinge tötete. Bei einem solchen Skandal haben noch andere Reisende Bedenken, hierher zu kommen, ja? Den Fürsten der Geschäfte? Das kann nur Clavicus Vile gewesen sein. Richtig. Über was für ein vom Vergessen geschaffenes Nest von Nattern ist Ras denn hier gestolpert? Tja. Dieser hat ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Wo ist die Psychic-Magierin? Ras würde sie gern nach ihrer Meinung fragen. Tja, die ist nicht mehr da. Das Interesse des Psychic-Ordens ist es, was Rasumdar wirklich besorgt. Dieser hatte noch nie viel für Magie übrig oder für jene, die diese Kunst ausüben. Andererseits hat Ras jetzt jemanden dort eingeschleust. Ein Auge von Ras, wenn man so will, ja? Dann müsst ihr nach Atheum reisen und herausfinden, was die Psychiker in Erfahrung gebracht haben. Sobald ihr zurückkehrt, könnt ihr Ras alles darüber erzählen, damit er es an die Königin weitergeben kann. Ja, Ras gefällt dieser Plan. In der Zwischenzeit wird Ras der dädrischen Verbindung nachgehen. Super. So, jetzt... Ja, komm, fragen wir nochmal. Seid ihr gekommen, um euch an meinem Anblick zu ergötzen? So bin ich noch nicht. Noch nachzutreten, während ich mich in meinem Elend wälze? Nun, wacht nur. Ich habe es verdient. Ich glaube, die ist okay. Ich habe ihn auf Sippenfürst Miluntels Feier in Alinor getroffen. Wir hatten ähnliche Einstellungen zum Erlass der Königin. Und ich schlug vor, dass er das Kloster führen könnte. Sommersend ist doch kein Eintopf. Die ist und nicht die okay. Unterschiedlichen Völker keine Zutaten, die man einfach nach Belieben hineinstreuen kann. Was für ein schändlicher Vorwurf! Tilkala hat mir gesagt, dass er sie dahin zurückschicken würde, woher sie gekommen sind. Ich hatte keine Ahnung, dass er sie töten wollte. Ich gebe euch mein Wort. Ich wollte nur, dass die Neuankömmlinge wieder verschwinden. Und dass ich nun erfahren muss, dass er die Dädra anbetet, wie widerlich. Das will ich doch nicht hoffen. Wir müssen die göttliche Strafbehörde hineinschicken, um die Mönche aufzusammeln, die Tilkala nach Schimmerheim mitgebracht hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass dädrische Kultisten heilige Stätten schänden. Ich schätze, ich werde die stellvertretende Königin um Gnade bitten müssen. Also, ich muss jetzt sagen, das erinnert mich doch sehr an diverse Vorgänge im Dritten Reich. Was bist denn du? Ein Velva. Du siehst toll aus.
Oh, das ist schön. Das ist ein schönes Monster. Und es rennt mich um. Aber ich will es mir ja genauer angucken. Und jetzt gucke ich mir genauer an, während es tot ist. Ja, so wirklich, das hat wirklich was Hitlereskes. Danke. So, wo muss ich jetzt hin? Das machen wir. Wir ziehen jetzt erstmal... Ach, Hallöchen. Auf dich habe ich ja nahezu gewartet. Sehr schön. Ja, es geht jetzt endlich weiter. Ich mache jetzt mal hier die Summer's End Storyline komplett. Habe ich jetzt einfach mal mit angefangen. Ich war ja Vorbesteller, aber habe es jetzt erst angefangen zu spielen. Habe die ganze andere Zeit dazu verwendet, meine Dailies zu machen und zu grinden und ja, ein bisschen hoch zu leveln. Muss ja auch mal sein. Bin ich hier richtig? Habe ich jetzt aufgepasst? Komme ich da durch? Nö. Ich mag keine Gebirge, wo man nicht drüber kommt. So. Wie renne ich denn da? Ich habe es ja wirklich jetzt ganz blind gespielt. Ah, Namen No Word. So. Ach, warte mal, die Mondmatte ist neu. Er kommt. Ach da, ja. Ich mach tot, ja. So, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die Disconnects immer noch anhalten. Die gute Nachricht ist, sie sind seltener. So, jetzt habe ich allerdings davon geredet, also müsste jetzt jeden Moment einer kommen. So, wie komme ich da rein? So nicht. Na, der Vorteil von diesem, den Eingang nicht finden ist, naja, wir finden hier Runensteine und Zeugs. Wir kommen hier gar nicht rein. Oh, noch einer. Noch ein Runenstein, yay. Na, hallo. Sieht fast so aus, als hätte mich jemand gehostet. So viele Zuschauer habe ich doch sonst nicht. So. Da ist es, da war ich ja eben schon. Okay, jetzt sind wir. Nee, das will ich nicht. Das will ich. Ah ja. Arteum, sehr schön. So, noch eine neue Gegend, ist ja klasse. Eine verschwundene Insel.
Hier sind scheinbar nur SCs. Aber hier war ich, glaube ich, schon, oder? Genau. Was für ein Lärm. Wow. Ehe ihr fragt. Ich wollte nicht. Nein. Ne? Genau, Getränke sind wichtig. Ach, mir geht's hervorragend. Ich komme jetzt aus der Nachtschicht endlich und habe auch so ein paar Sachen, habe wieder mal ein paar Kilo abgenommen. Wie immer bei der Nachtschicht. Und jetzt geht's mir eigentlich ganz gut. Es gab keine Spur von Layton. Ich weiß nicht, ob ich dankbar oder besorgt sein soll. Und ich habe bemerkt... Was für eine seltene Ehre, Valsiren euch hat angedeihen lassen. Nur wenige Auserwählte, die nicht zu unserem Orden gehören, sind hier auf dieser heiligen Insel gewandt. Hm. Sie hat mir berichtet, dass eure Hilfe beim Aufdecken des Komplotts des falschen Aldarchen auf Sommers End unverzichtbar gewesen ist. Das ist richtig. Das ist gewiss bedauerlich. Die Magie, die ihr beschreibt, kommt mir bekannt vor, auch wenn ich nicht recht weiß, in welchem Zusammenhang ich schon einmal von ihr gehört habe. Ich fürchte, die Perlen könnten Vorboten jener Gefahr sein, vor der uns Sotasil warnte. So, zu einer Frage, das klingt jetzt seltsam. Ich mache Telefonservice für eine Bank. Möchte jetzt hier nicht sagen, welche, aber das heißt also, wenn man seine Bank anruft, dann hat man meistens mich am Telefon. Und diese Bank bietet auch in manchen Teilen Deutschlands, also so eine geteilte Bank, die so lokale Variationen hat, einige davon stellen da auch rund um die Uhr Service da. Und das mache ich dann auch, ja. Genau, also Callcenter, aber Bankenservice, also keine Telefonterroristen. Sotasil, einer der lebenden Götter des Tribunals, der Dunkelelfen. Er ist ein Ehrenmitglied unseres Ordens. Nach einem Angriff auf seine Stadt der Uhrwerke warnte er uns vor einer dädrischen Bedrohung von Sommers End und Arteum. Ich entsandte Valsiren, um dem nachzugehen. Ach ja, ja, den hatten wir ja schon mal besiegt, ne? Das gibt es in der Tat, aber erst müssen wir die Untersuchung der Perle abschließen, die uns Valsiren gebracht hat. Es gibt Geheimnisse zu entschlüsseln und Val glaubt, dass ihr entscheidend für unseren Erfolg sein werdet. Wie immer, ja. Wir können sofort anfangen, wenn ihr nicht erst die Insel erkunden wollt. Nö. Der nächste Schritt umfasst eine gründliche Untersuchung der Perle, die ihr und Valsiren unter dem Kloster in Schimmerheim aufgetan habt. Hoffentlich können wir mehr über den falschen Aldarchen und die Quelle der Magie dieser Perle herausfinden. Wir sind der Tschitschik-Orden, Freund von Valsiren. Es gibt nur wenig, was wir nicht durch die Anwendung der alten Wege erreichen können. Jeder Gegenstand erinnert sich an seine Geschichte. Der Trick besteht darin, das richtige Ritual auszuwählen, um diese vergrabenen Erinnerungen freizulegen. Ja, das kann ich machen. Während ich hineingehe, um das Hellsichtritual zu beginnen, das kennen wir schon. Ihr bitte in Sotasils Arbeitszimmer im Turm. Sucht meine Akolytin Oriandra und fragt sie nach Sotasils Verstärkungselixier. Wir brauchen es vielleicht, falls die Perle unserer Magie widersteht. Das machen wir. Okay. Mit dem reden wir. Freund von Valsiren, ich habe einen Vorschlag für euch. Ja? Sanfte Grüße, Kerubal. Ihr müsst mir verzeihen, wenn euch das komisch erscheint. Wir empfangen nur selten Gäste hier auf Arteum. Ich bin Kelarus. Ritenmeister Iachesis hat mir sehr viel über euch erzählt. Ich vermute, dass er etwas mit euch vorhat im Psychic-Orden. Warte mal. Ja, ich im Moment noch auf zwei Hände, weil ich noch nichts anderes gefunden habe, was mir liegt, weil ich hauptsächlich Story spiele. Ich weiß nicht genau, ob ich so stark auf den Endgame-Content gehe. Ja, Gier, ich trage eine Gier, ein Set, das mir gefällt, obwohl es, ja, weil ich es gerade gefunden habe. Also da bin ich so,
ja, ein bisschen wild am Zusammenwürfeln und guck mal, was da ganz gut passt, ja. Da muss ich mich irgendwann mal vielleicht mit jemandem zusammensetzen, weil so richtig das Builds und Gear, ja, ich will Story. Ja. Deswegen, aber irgendwann kommt das. So. Der Ritenmeister hält große Stücke auf euch. Mhm. Mehr Beweise, dass ihr würdig seid, wären überflüssig. Der Psychic-Orden braucht praktische Weisheit. Eine Perspektive von außen. Sofern ich nicht völlig falsch liege, bietet ihr beides. Ihr wärt eine wunderbare Ergänzung für unsere Reihen. Wow. So eifrig seid ihr. Mhm. Gut. Denn Eifer ist genau das, was wir brauchen. Eure erste Lektion beginnt sogleich. Der Orden hat eine Reihe von Unregelmäßigkeiten auf Tamriel entdeckt. Kleine Risse im Gewebe der Zeit. Ich möchte, dass ihr sie wieder versiegelt. Okay, das mache ich. Ja, also mit den Story-Gegnern habe ich keine Probleme mehr. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Das ist super. Und die Daily-Dungeons, da komme ich auch meistens mit gut. Also da hat sich noch keiner beschwert, dass ich jetzt zu schwach wäre. Mhm, genau. Die erste Gruppe von Zeitrissen ist auf Summer's End aufgetaucht. Dort solltet ihr anfangen. Geht und sprecht mit meinem Lehrling Josai im Wissenshort. Sie wird euch die Werkzeuge geben, die ihr braucht. Eine Karte, Psychic-Siegel und den Augur des Obskuren. Mhm. Okay. Ein edles Herz und eine aufrichtige Hingabe an das Gute. Eine Mitgliedschaft im Psychic-Orden ist etwas Ernstes und Dauerhaftes. Genau. Man muss gescheit, aber furchtlos sein. Verschlossen, aber mitfühlend. Es ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Mhm. Zu eigenbrötlerisch, fürchte ich. Die Wahrheit sieht so aus, dass wir alt geworden sind, Keruval. Das ist Fluch und Segen zugleich, schätze ich. Lange Jahre der Zurückgezogenheit ließen uns vieles studieren und lernen. Doch immer zum Preis unserer Verbindung zur Außenwelt. Wir brauchen Jugend, Tatendrang. Gut. Wenn eure Kenntnis der alten Wege wächst, wachsen auch die Belohnungen. Zum Beispiel sind wir bereit, euch neue und mächtige Zauber zu lehren. Aha. Wie in allen Dingen ist Erfahrung der beste Lehrmeister. Diese Angelegenheit mit den Zeitrissen wird eure Abschlussprüfung. Okay. Nur diese befreit euch von selbstsüchtigen Gedanken. Ja, sicher. Die Mitgliedschaft im Psychic Orden wird euch Ansehen und Macht bringen. Doch solche Ehren führen oft zum Oeknitir, der Veränderung zum Schlechten. Ja, was ihr im Namen des Ordens tut, tut ihr für andere. Nie für euch selbst. Mhm. Na gut. Die Karte wird euch die ungefähre Lage jedes Zeitrisses anzeigen. Ich bitte um Entschuldigung. Unsere Visionen mögen mächtig sein, aber nicht immer sehr konkret ausfallen. Mhm. Macht euch zu jedem X auf der Karte auf und setzt dann den Auge des Obskuren ein, um die genaue Lage der Anomalie auszumachen. Mach ich. Diese Zeitrisse sind für sterbliche Augen unsichtbar. Mhm. Der Auge nimmt Zeit und Raum jedoch sehr anders wahr. Wenn ihr durch ihn blickt, wird euch das erlauben, durch den Schleier zu sehen. Um sowohl sichtbare als auch unsichtbare Dinge wahrzunehmen. Dinge wie diese Risse. Mhm. Im Krankenhaus, wow. Was war's denn? Irgendwas wirklich Schlimmes oder etwas, was wie bei mir jetzt, als ich im Krankenhaus war, endlich vorbei ist? Ha, genau. Stellt sie euch wie so etwas wie Bandagen vor. Oder einen Druckverband. Die Chrononymik, die sie bergen, wird die Risse stabilisieren und die Wände der Zeit um sie herum festigen, was sie harmlos macht. Sie sind sehr leicht einzusetzen. Ich verspreche es. Und was machst du? Ich fungiere hier auf Arteum als oberster Wissensbewahrer. Ein sehr aufgeblasener Titel für eine sehr bescheidene Betätigung, um ehrlich zu sein. Ich beschütze und pflege die Bestände unserer verschiedenen Bibliotheken und Archive. Wache über die Einzelheiten der Geschichte unseres Ordens. Diese Art von Aufgaben. Okay, Herzklappe hört sich jetzt wiederum übel an. Aber ich meine, auch am Herz gibt es ja Standardeingriffe. Dann hoffe ich mal, dass es so was Routinemäßiges ist. Und dauerhaft hält, weil das ist ja bei neu. Kriegt man da eine neue, also eine echte, also ein Transplantat, oder kriegt man da eine künstliche? Die gibt es doch, glaube ich, inzwischen. 863 nach derzeitigem Stand. Die persönliche Sammlung des Ritenmeisters natürlich nicht mitgezählt. Gut, super.
Macht euch nicht die Mühe, nach ihnen zu suchen. Viele von ihnen existieren nur quasi planar oder in hermetischen Geistsphären. Das hilft dabei, die Ordnung zu wahren. Vergleichsweise? Ja. Viele meiner Ordensgeschwister verbringen ihre Tage damit, das Wesen wiederhergestellter Seelen zu untersuchen und die Traumrückstände von Ed Ada zu studieren. Trotzdem liebe ich meine Arbeit. Sie verschafft mir zudem die Gelegenheit, Zeit mit unseren Initianten zu verbringen. Genau, ja, ja. Klar. Das ist krass, doch, ja. Also das war bei mir dann eher harmlos. Ich habe also ein Stück Darm entfernt bekommen, aber nicht wegen den schlimmen Sachen, sondern ich hatte die Partikel, das sind so Säckchenbildungen, die sich entzünden können. Klar, auch das kann sehr gefährlich werden, wenn man es übergeht, aber nach der Operation ist alles gut. Gewissermaßen. Ich unterrichte Schüler hinsichtlich der Bedeutung von Mitgefühl, Disziplin, Objektivität und Ähnlichem. Den Haupttugenden unseres Ordens. Das kann sehr befriedigend sein. Vorausgesetzt, die Schüler nehmen sich diese Lektionen zu Herzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr zu diesen Schülern gehören werdet. Aber sicher doch. Trotzdem machen wir das jetzt nicht, sondern... ach, das ist Gilden. Gut. Gehen wir nochmal zu Somerset. Alte Wunden. Ah, ja, da haben wir es wieder. Okay, haben wir. Sehr schön. Dann machen wir mal Aufnahmepause.